Im nächsten Beitrag geht es um alternative Therapien bei Sodbrennen und Refluxkrankheit. Sodbrennen und Reflux haben in den letzten Jahren wirklich exponentiell zugenommen. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 20% der Bevölkerung Sodbrennen und Reflux entweder regelmäßig oder wirklich immer wieder Episoden hat. Und so ist es kein Wunder, dass diese ganzen Medikamente, die Säureblocker, die Protonpumpenblocker, auch zu den häufigst verordneten Medikamenten gehören. Und die Kritik wirklich, und die kommt nicht nur von mir, die kommt auch von den Ärzteverbänden, ist wirklich, dass die Säureblocker, die Protonpumpenhemmer wirklich wie Lutschtabletten mittlerweile verteilt werden. Sind mittlerweile auch frei verkäuflich. Und der ganze Fokus dieser Therapie konzentriert sich eben immer nur auf das, was dort passiert, auf die Säure hier im Magen. Wir sind jetzt im Magen, hier ist der Speiseröhre, der Ösophagus hier oben, hier ist der also untere Ösophagus-Sphinkter, der uns noch interessieren wird. Und hier drin ist diese Säure. Und diese Säure, diese Magensäure hat ja eine wichtige Funktion. Diese Säure macht die Vorverdauung unserer Nahrung, stellt eine Blockade dar, damit keine Fremdbakterien, Keime in unseren Körper eindringen können. Das hat ja eine Funktion. Und wenn wir das Ganze wegnehmen, wenn wir den Fluss sozusagen austrocknen durch die Protonenpumpenhemmer, macht sich das bemerkbar in tieferen Etagen mit Verdauungsstörungen, mit Fehlbesiedlung des Darmes, mit Blähungsbeschwerden, mit Nahrungsmittelallergien, die dann erst praktisch sich draufpropfen. Umso verwunderlicher ist es, dass eigentlich die ganze Konzentration unserer Therapien immer nur auf diesen Magen geht und sich niemand darum kümmert, was passiert hier oben mit diesem Verschluss. Und denken Sie mal dran, wenn irgendwo im Haus irgendwo mal was undicht wird, irgendwo eine Rohrleitung undicht wird, dann ist es nicht das Problem vom Wasser, sondern ist es ein Problem letztendlich von der Dichtung, von dem Verschluss. Und hier haben wir genau die gleiche Situation. Grundsätzlich sollten Sie darauf achten, wenn Sie einen Säureblocker einnehmen, wenn Sie solche Refluxbeschwerden haben oder Sodbrennen haben, dass Sie einen Säureblocker nur dann einnehmen, wenn die Indikation wirklich gesichert ist. Wir haben nämlich medizinisch gesicherte Indikationen, wo man sagen muss, okay, hier macht es Sinn. Aber in 95% der Fälle macht es keinen Sinn. Hier wird mit ganz fadenscheinigen Beschwerden, die nicht abgeklärt sind, diese Medikamente eingenommen. Deswegen nur unter ärztlicher Aufsicht und nur mit ärztlicher Verordnung. Und was auch noch wichtig ist, die Einnahmedauer so kurz wie möglich. Jetzt hatte ich Ihnen schon geschildert und in den einführenden Worten hier dieser Reflux, der dort so eine entscheidende Rolle spielt und dieses Sphinkter. In dem Lehrbuch der inneren Medizin, und dieses Lehrbuch, Herold, lesen im Grunde genommen alle Studenten, pauken alle mit diesem Buch. Da steht ganz klar drin, die Refluxkrankheit ist eine Säurekrankheit bei Verschlussstörung des unteren Ösophagus-Sphinkters. Bei Verschlussstörung des unteren Ösophagus-Sphinkters. Jetzt frage ich mich verdammt nochmal, warum konzentrieren sich dann alle auf die Säure und guckt niemand, was mit diesem Verschluss passiert, was mit der Dichtung letztendlich los ist, die wir dort oben haben. Es ist so, dass es eine ganze Reihe von Arbeiten gibt, die das eben untersucht haben. Und da spielt vor allen Dingen so oxidativer Stress eine Rolle, freie Radikale. Und durch unsere westlich dominierte Ernährung, durch die vielen Fette, die wir zunehmen, durch die Proteine, die wir durch sind, haben wir einfach in unserem Körper schon von vornherein eine Stoffwechsellage, die prooxidativ ist, die praktisch entzündungsfördernd ist. Und da entstehen irrsinnig viel freie Radikale. Und diese freie Radikale, dieser oxidative Stress, der macht sich dort auch an diesem Ösophagus-Sphinkter bemerkbar. Bei den Studien, die hier durchgeführt worden sind, leider wirklich nur nicht so richtig viele, zeigt es sich aber, dass es signifikant mehr freie Radikale gibt, die man nachweisen kann im Blut, bei Patienten, die unter einer Refluxkrankheit leiden. Und hier auch diese Hydrogenperoxide, die dort praktisch, wo sich richtig zeigen lässt, dass praktisch der Ösophagus, wenn das Sphinkter, diese Dichtung, dass die praktisch schlaff wird, wenn freie Radikale da sind, wenn oxidativer Stress besteht. Und es ist so, das muss man sich drüber im Klaren sein. Die Basis stellt immer die Ernährungsfaktoren dar. Wie ernähren wir uns? Was führen wir uns zu? Eine westlich dominierte Ernährung mit viel Fleisch, viel Fett führt einfach dazu, dass vermehrt
oxidativer Stress entsteht. Wir nehmen zu wenig Antioxidantien mit der Nahrung auf. Das ist alles, was bunt ist, letztendlich Obst, Gemüse, das sind irrsinnig viel Antioxidantien und Ballaststoffe, nehmen wir viel zu wenig auf mit unserer Nahrung. Die Ernährung ist viel zu einseitig. Und damit entstehen diese freien Radikale. Und damit entsteht dieser Nitrostress, nitrosativer Stress. Und nitrosativer Stress setzt auch ein Gas frei, ein Stickoxidgas. Und dieses NO-Gas haben wir in unserem ganzen Körper. Und NO macht nichts anderes als die Gefäße weit, Muskulatur weit. Das heißt, wenn viel Stickoxide entstehen, geht einfach auch dieser Sphinkter mit auf. Der wird schlaff, der erschlafft. Und was passiert dadurch? Die Tonus der glatten Muskulatur geht zurück. Tagsüber macht es noch keine Probleme, weil die Schwerkraft nach unten geht. Da geht die ganze Säure nach unten. Aber wann haben die Patienten häufig ihre Probleme? Wenn sie sich hinlegen, wenn sie des Nächtens. Weil da fällt die Schwerkraft weg, dieser schlappige Sphinkter, der das nicht mehr richtig verschließen kann. Und da kann die Säure entsprechend zurückfließen und da treten die Beschwerden auf. Nicht bei allen Patienten ist es so. Manche haben natürlich auch mechanisch einen Hiatus, einen Verschluss, da spielen andere Dinge eine Rolle. Aber beim überwiegenden Teil der Menschen liegen eben diese funktionellen Beschwerden vor. Und hier spielt der Sphinkter eine ganz entscheidende Rolle. Und jetzt kommt's. Der erste Vorsorgetipp in diesem Video. Der wichtigste Stickoxidfänger, der simpel eingesetzt werden kann, ist Vitamin B12. Und die meisten Menschen, die diese Probleme haben, im Alter nimmt es auch zu, weil ein Vitamin B12-Mangel häufiger ist, haben ein Defizit an Vitamin B12. Und wenn ich Vitamin B12 substituiere, 500 bis 2000 Mikrogramm pro Tag, entweder intravenös oder oral kann das eingesetzt werden, der Arzt kann das spritzen, dann wird der Stickoxid abgefangen und dieser Sphinkter kann wieder richtig schließen. Die freien Radikale werden dadurch auch mit bekämpft. Das Ganze kann man relativ einfach überprüfen. Das heißt, Sie können immer bei Ihrem Arzt sagen, ich würde gerne mal meine Spiegel kontrolliert haben, Vitamin B12 messen zu lassen, die Lipidperoxide bestimmen zu lassen, das CRP, das ultrasensitive CRP, die hochsensitive CRP für oder zum Nachweis der einer Entzündung, entzündlichen Veränderung. Und Citrullin im Urin wiederum ist ein Marker, der uns zeigt, ob die Stickoxide freigesetzt werden, NO freigesetzt wird, also mit vier simplen Parametern. Das Ganze, das möchte ich Ihnen auch gleich sagen, wird wahrscheinlich nicht auf Kasse gehen oder geht nicht auf Kasse. Das heißt, das müssen Sie entsprechend selber zahlen, aber Sie können immer Ihren Arzt beauftragen, Sie können immer zum Labor gehen und sagen, ich würde diese Dinge gerne mal abnehmen lassen, mal messen lassen. Auch das ist immer möglich. Sie können, haben jederzeit die Möglichkeit, in unserem deutschen Gesundheitswesen privat irgendwas in Anspruch zu nehmen, was Sie gerne möchten als Vorsorgeleistung. Es geht eigentlich weit über Igelleistungen hinaus, sondern das sind wirklich medizinische, indizierte, sinnvolle Leistungen. Wichtig ist, die Ernährung darauf zu achten. Das ist die Basis. Das heißt, wenn Sie hier jetzt nicht Ihre Ernährung grundsätzlich letztendlich überdenken, wird man nicht richtig weiterkommen. Aber die Nahrung sollte reich sein an Antioxidantien. Vitamin C gibt es auch in einige Studien mit Reflux, die dort einen günstigen Effekt zeigen. Vitamin A, Vitamin E, die man einsetzen kann. Magnesium oder die B-Vitamine. Viele, viele Möglichkeiten, die wir dort haben. Jetzt gibt es aber noch was anderes, also dranbleiben. Es ist nicht das Einzige, was wir in der Trickkiste haben, sondern wir haben noch andere Möglichkeiten. Und hier haben wir ein Hormon, nämlich das Melatonin. Den meisten von Ihnen ist Melatonin bekannt als Schlafhormon, das den Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert. Und Melatonin wird in unserem Gehirn freigesetzt im Bereich der Pinealorgan, der Hirnanhangsdrüse. Und das Pinealorgan setzt eben das Melatonin frei. Und Melatonin ist verantwortlich für diese zirkadianen Rhythmen in unserem Körper, Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber Melatonin wird nur zum geringsten Teil im Gehirn gebildet. Über die 400-fache Menge wird im Magen-Darm-Trakt gebildet. Und Melatonin spielt dort im Magen-Darm-Trakt als Hormon auch eine ganz wichtige Rolle. Hat eine antioxidative Wirkung, wirkt auf das Immunsystem, also vielfältige Funktionen, die ich Ihnen ja überhaupt nicht alle aufgeführt habe. In einigen Kliniken in den USA ist man wirklich schon so weit, dass man Melatonin konsequent letztendlich einsetzt als Therapie. Und Melatonin hat wirklich den Vorteil, dass das Nebenwirkungsprofil sehr günstig ist. Wir haben nicht diese Probleme wie bei Protonpumpen mit den vielfältigen Nebenwirkungen. Die haben wir nicht.
gibt eine ganze Reihe von Studien dazu. Ich habe Ihnen mal einige aufgeführt. Nochmal die Frage zum Beispiel, was ist die beste Wahl nochmal für bei gastroösophagealen Beschwerden? Melatonin oder die PPIs? Melatonin in der Behandlung, Meta-Analyse durchgeführt worden ist. Welche Melatonin spielt eine Rolle in dem Schmerzempfinden, in dieser Wirkung auf das epigastrische Symptome? Also vielfältige Literatur. Ich habe nur praktisch jetzt mal, um es einfach mal zu zeigen, dass es die Literatur gibt, mal ein paar Sachen hier aufgeführt. Melatonin hat ein extrem günstiges Nebenwirkungsprofil, macht natürlich auch Nebenwirkungen. Klar, ist ein hormonisches Medikament, was wir einsetzen, kann Kopfschmerzen machen. Kann eine Tagesmüdigkeit machen. Tagesmüdigkeit, dass man, weil es ein Schlafhormon ist, morgens noch müde ist, dann muss man entsprechend gucken, wann habe ich es eingenommen. War zum Beispiel der Einnahmezeitpunkt zu spät oder war die Dosierung zu hoch? Auch das lässt sich dann sehr schnell und sehr gut anpassen. Die Stimmung kann beeinträchtigt werden. Wie gesagt, es ist ein Hormon, was wir da einsetzen, was auch im zentralen Nervensystem wirksam ist. Schwindel kann auftreten oder auch eine entsprechende Reizbarkeit. Melatonin ist wirklich von Wirkungsprofil so günstig, dass man das durchaus, wenn Sie die Probleme haben, echt mal probieren sollte. Wichtig ist, besprechen Sie das Ganze mit Ihrem Arzt, weil Melatonin ist in Deutschland ein Arzneimittel und rezeptpflichtig. Andere Länder, in den USA zum Beispiel, wird es beim Walmart überall frei verkäuflich. In Deutschland haben wir die Situation, es ist ein Arzneimittel. Und immer in Rücksprache mit Ihrem Arzt. Weisen Sie darauf hin, sagen Sie, Sie haben da was gesehen, auch von einem Arzt, der sich offensichtlich damit auskennt und da einiges darüber gelesen hat. Und dann besprechen Sie es mit ihm, ob er Sie in das verordnen kann. Was Sie nicht machen sollten, das ist im Internet verfügbare Medikamente zu kaufen und dort irgendwo zu gucken. Ganz häufig steht da Melatonin drauf, aber da ist wirklich was ganz, ganz anderes drin oder in ganz geringen Dosen und das kann man wirklich nicht mit gutem Gewissen einnehmen. Das sollten Sie nicht tun. Gehen Sie wirklich den Weg, auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist, und wenn es, aber das ist der richtige Weg über Ihren Arzt. Also. Hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten besprochen, die antioxidative Therapie mit Vitamin B12 und anderen Antioxidantien und die Therapieoption mit Melatonin zu arbeiten. Zwei zusätzliche Möglichkeiten in der Therapie des Sodbrennen und Reflux, nebenwirkungsarm, günstig und effektiv. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat oder wenn Sie Ideen haben, Fragen haben, auch zu Nitrostress und solche Dinge, nutzen Sie die Kommentarfunktion. Gibt die Möglichkeit, so einen Abo-Button überall, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sag mal, das letztendlich zu teilen und weiter zu empfehlen. Bleiben Sie dran, gute Gesundheit, bis zum nächsten Mal.